Billy Ocean um 10 nach 6 auf Radio Wien. Die Marschrichtung ist ganz klar. Es geht Richtung Wochenende und vielleicht schauen Sie sich heute Abend ja auch einen Film im Fernsehen an, wenn es dann heiß wird auf der Fernsehleinwand, also eindeutige Szenen zu sehen sind, dann war vorher höchstwahrscheinlich auch ein Intimacy-Koordinator im Einsatz. Also das ist jemand, der die Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Umsetzung sehr intimer Szenen unterstützt. Und spätestens seit der Hashtag MeToo-Bewegung in Hollywood ist der mehr oder weniger Pflicht. Andrea Rosenberger hat mit der ersten Intimitätskoordinatorin aus Österreich gesprochen. Cornelia Dworige, Stuntfrau, koordiniert auch Stunts, damit sich niemand am Drehort verletzt, und sie sorgt auch für mentale Gesundheit als Intimacy-Koordinator. Denn gerade intime Szenen mit Körperkontakt sind die schwierigsten. Weil ja tatsächlich Berührung stattfindet. Das heißt, ich kann nicht einen Schauspielkörper berühren, sondern ich berühre einen privaten Körper. Und Berührung ist die direkteste Kommunikation ins Innere. Das heißt, es bewirkt immer etwas. Es löst immer etwas aus. Bei ihren Gesprächen mit Schauspielerinnen und Schauspielern hatten die meisten zumindest eine Geschichte, bei der nicht alles bei einer Produktion so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht hätten. Und da wird auch ein Problem deutlich: mentale Verletzungen sind nicht unmittelbar sichtbar. Oft sind die Darsteller ja unter einem sehr starken Druck während des Drehs. Es muss alles schnell gehen. Es ist nie viel Zeit da. Man möchte nicht kompliziert erscheinen. Vielleicht ist man noch jung und möchte wieder gebucht werden. Ganz viele Faktoren, die dann mitspielen, warum man vielleicht nicht Nein sagen möchte. Und dann kommt man am Abend heim, der ganze Druck fällt ab und dann wird einem erst bewusst und dann überrollt einen vielleicht auch im Unterbewusstsein diese emotionale Belastung, dass man etwas getan hat, mit dem man gar nicht so einverstanden war in dem Moment. So ist für Cornelia Dworak wichtig, schon von Beginn an alle angehenden Darstellerinnen und Darsteller gut zu schulen. Dass das Bewusstsein schon bei den Schauspielschülern geschaffen ist, dass sie das Recht haben, jemanden zu fordern, der sich darum kümmert, und dass sie auch wissen, dass sie selber ihre Grenzen artikulieren dürfen und sollen und müssen. Vorteile gibt es aber nicht nur für die Schauspieler. Auch von der Produktionsseite oder von der Regieseite, dass man mich als Funktion des Intimitätskoordinators nicht versteht als ich bin nur für die Darsteller da, sondern ich bin ja dafür da, um alles zusammenzufügen, und zwar in einer angenehmen Atmosphäre. Das heißt, es haben wirklich alle was davon. Weil wenn die Darsteller glücklich sind, dann hat auch Regie mehr davon, weil es viel leichter ist, mit ihnen zu arbeiten. Und die Produktion hat natürlich auch viel mehr davon, weil die ist ja die, die dann quasi den Profit macht mit dem Film.